Erstmals gibt es eine Ausstellung über ihn. Eine Fernsehikone, die ihresgleichen sucht. Die Rede ist von Joachim Blecki Fuchsberger. Zusammen mit seiner Frau Gundula entwickelte das Theatermuseum eine persönliche Ausstellung mit interessanten und privaten Exponaten. Dazu besuchten sie die Witwe in ihrem Haus in Grünwald, einem kleinen Vorort von München. Sie hat alle Stücke aus seiner Karriere aufbewahrt und stellt diese nun zur Verfügung. Darunter einer seiner Bambis, seine Olympiajacke, die er 1972 während seiner Tätigkeit als Stadionsprecher bei den Olympischen Spielen trug und vieles mehr. Die Highlights der Ausstellung kennt die Mitarbeiterin Miriam Pechan. Wir haben eine Schallplatte entdeckt, die Joachim Fuchsberger aufgenommen hat. Die war in den Unterlagen. Gundula Fuchsberger, muss man sagen, hat alles gesammelt, was in der Presse erschienen ist zu Joachim Fuchsberger. Also wirklich ordnerweise haben wir das Pressematerial und da drin versteckt haben wir diese Schallplatte. Und das zweite ist das Telegramm aus Hollywood. Das finde ich auch besonders schön. Und zwar die Geschichte dazu ist, dass Joachim Fuchsberger eine Absage bekommen hat von Hollywood mit dem Argument, er sei zu schön, er sei zu handsome, er würde den Hauptdarsteller überstrahlen. Bei der Eröffnung der Ausstellung sind Gundula Fuchsberger und ihre Enkel sowie viele Freunde und Kollegen von Joachim anwesend. Um die Erinnerung an Blecki Fuchsberger aufleben zu lassen, lesen zwei Schauspieler szenisch aus seiner Biografie. Ein sehr bewegendes Leben. Anschließend moderiert die Fernsehmoderatorin Nina Ruge ein Gespräch mit Gundula Fuchsberger. Auch sie erinnern sich an alte Zeiten zurück. Dabei herrscht eine offene Atmosphäre. Frau Fuchsberger erzählt Anekdoten, als säße sie in ihrem eigenen Wohnzimmer. Anwesend ist auch Horst Meier. Er gewann bei den Olympischen Spielen Gold im Ruderachter und war langjähriger Freund von Blecki. Er wird kurzerhand von Gundula auf die Bühne gewunken. Auch er erzählt über seinen verstorbenen Freund. Ich bin von der Katastrophe gerettet. Wir waren da im Stadion und mussten die Fahne genauso wieder raustragen. Es war dunkel. Der Abend endet in gemütlicher Atmosphäre. Die Geschichten von Gundula Fuchsberger lassen viele mit einem Lächeln nach Hause gehen. Bis zum 13. Mai kann man die Ausstellung über Joachim Blecki Fuchsberger im Theatermuseum besuchen.